24. Oktober 2018, 22.50 Uhr, Fritsch bleibt beim SV Darmstadt 98. Rüdiger Fritsch bleibt bis 2020 Präsident von Fußball-Zweitligist Darmstadt 98. Auf der Mitgliederversammlung der Hessen wurden Fritsch und die Führungskuh mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt, finanziell stehen die Lilien gut da. In der abgelaufenen Saison erwirtschaftete Darmstadt bei einem Umsatz von 35 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2017/18 einen Gewinn nach Steuern von 1,77 Millionen Euro. Das Eigenkapital zum 30. Juni betrug 15,88 Millionen Euro.